Willkommen bei NLV. Hier seht ihr die Soul Republic Lautsprecher bzw. Kopfhörer, die Trax HD, die wir jetzt auspacken werden. Und das Interessante an diesen Headphones ist, weswegen wir sie hier testen werden, ist nicht nur, dass sie sehr schick sind und wir sehen können, die haben eine interessante Konstruktion, irgendwie muss man selber zusammenbauen, sondern auch noch, weil die super stabil sind. Wir haben es euch schon mal auf die IFA gezeigt, da haben sie nämlich ihr Debüt gefeiert, die Soul Republic Leute. Das sind nämlich drei Gründer, die bei Beats gearbeitet haben. Die haben diese Firma gegründet und wollen günstige, also die hier kosten um die 100 Euro, ich glaube 100, 120 Euro. Die kann man nicht nur günstig kaufen, sondern die haben guten Sound, liegen gut auf den Ohren und vor allem kann man sie customizen. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Zuerst packen wir jetzt hier das Ganze mal aus, nachdem ich es jetzt hier die ganze Zeit schon so schön vorgeführt habe. Und zwar steht hier nämlich nochmal drauf, wir haben hier natürlich auch Fernbedienung mit dabei. Das heißt, ihr könnt auch mit euren iOS-Geräten, leider nur iOS-Geräten, die bedienen. Mit Android-Geräten wird nur die mittlere Maustaste funktionieren, also beziehungsweise die mittlere Taste, mit der man normalerweise die Anrufe annimmt, denn die sind leider anders invertiert, beziehungsweise Apple hat einen anderen Stromfluss bei den Standard 3,5 mm Kopfhörern, was das angeht, aber ihr könnt damit mit der mittleren Maustaste bei Android immerhin die Songs anhalten, beziehungsweise ich glaube sogar Anrufe annehmen, da bin ich mir nicht sicher, aber Lautstärke könnt ihr nicht regeln. Dazu gleich mehr. Also hier haben wir einmal den Kopfteil. Den kann ich jetzt hier schon mal um meinen Hals rum machen. Sieht natürlich nicht so interessant aus, komplett ohne Headphones. Also ohne etwas, das man sich noch an die Ohren dran klebt. Dafür haben wir nämlich den Teil hier. Werde ich gleich noch weiter zeigen, vorerst noch mehr zum Kabel. Und was ich euch jetzt schon mal erklären kann, ist, was habe ich hier gemeint mit, man kann sie customizen. Customizen heißt, ihr seht dieses Ohrteil, das ist grau und das kann man in vielen verschiedenen Farben kaufen. Michael Phelps zum Beispiel, ihr kennt den weltbekannten Schwimmer. Ich schwimme noch nicht ganz so gut Wasserball, dass ihr mich jetzt weltbekannt kennen würdet. Aber der hat auf jeden Fall zum Beispiel amerikanische Kopfhörer, also da hatte die hier die schöne Farbe drauf und das schaut nach ganz normalem Plastik aus, langweiligem Plastik aus, also das cool an den Dingern ist, die kann man wirklich hier durchbiegen, kann man auch hier, wie ihr sehen könnt, komplett einmal so rumklappen, also die werden auf keinen Fall kaputt gehen, so wie die Beats es teilweise tun, nach nur ein paar Monaten Gebrauch. Also ich habe hier jetzt vorhin ein Kabel rausgenommen, das habt ihr auch noch nicht gesehen, das ist jetzt auch grau und die kann man alle einzeln nachkaufen, beziehungsweise soll es einzeln nachkaufbar geben. In Deutschland gibt es leider noch nicht so viele Händler, ich glaube bisher gibt es nur den Apple Store, die hier die Soul Republic vertreiben und wir sehen können, ganz normales Kabel, es ist jetzt kein Flachbandkabel, aber wir haben einmal links und rechts den Anschluss für die Kopfhörer, den ganz normalen 3,5 mm Anschluss hier, nichts Spannendes und natürlich hier den Soul Republic typischen 3-Knopf-Ausgabe hier, die so ausschaut. Naja, auf jeden Fall, wir haben hier einmal Plus, Minus und in der Mitte steht nochmal Soul drauf und das ist dann natürlich der Anrufannahmeknopf, beziehungsweise auf der Rückseite haben wir natürlich das Mikrofon dafür und wie schon gezeigt, hier alles schön vergoldet und die Seite auch schön vergoldet und wir haben aus dem Grund hier links und rechts einmal verschiedene Kabel, weil die sind ansonsten aktiv hier nicht miteinander verbunden. Diese sehr schick anzusehenden Ohrhörerteile, die ich jetzt hier mal auseinandernehmen werde, denn die waren nur in der Verpackung so zusammen. So, und das könnt ihr sehen, wir haben hier unten ganz normal einen Anschluss für 3,5 oder für 2,5 mm. Links steht sogar noch extra drauf, Left. Und sonst schön weich. Man kann drin noch ein bisschen sehen, wo der Sound rauskommt. Und ansonsten können sie eigentlich aktiv nichts. Jetzt werde ich hier einfach mal das Kabel anstecken, denn das waren hier die linken, Left und Left zusammen natürlich. Sonst hat man später ein Problem. Und Right und Right. So, jetzt ist die Frage natürlich, was mache ich mit den Teilen? Kann man noch nicht viel machen, deswegen haben wir natürlich hier diese Kopfhörerteil. Und hier steht auch einmal, ups, links und rechts drauf. Sind übrigens sehr schön, auch vom Gefühl her. Und dann haben wir hier rechts und links, also das Ganze einfach so draufziehen. Und so kann man sich natürlich auch die Höhe einstellen. Ich mache es meistens so, dass hier unten ein bisschen Plastik draufsteht. Aber das kann man sich dann natürlich beliebig anpassen, so wie es am besten ist. Die Kabel sollten natürlich nach unten gucken. So, schon habe ich Kopfhörer und das Schöne ist, sobald man sie aufsetzt, die gehen um die Ohren rum. Ich habe recht große Ohren und selbst hier geht das wunderbar. Ich stelle jetzt mal hier noch ein bisschen die Höhe ein. Sobald man die um den Kopf rumsetzt, kann ich euch oder würde ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal schlechter hören. Und ich finde, sie schauen wirklich nicht schlecht aus, sie sind nicht allzu schwer. Die drücken oben auf keinen Fall und man kann wirklich die Höhe wunderbar einstellen und sie entsprechend auch anpassen. Und das Kabel ist, wie ihr sehen könnt, lang genug. Also selbst wenn ich aufstehe, bis zu meiner Hosentasche geht es locker und dann haben wir hier auf jeden Fall noch fast bis länger wie mein Knie ein Kabel. Das ist wirklich wunderbar. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das auch sehen.
Also ich habe hier das Kabel und jetzt hoffentlich das Mikrofonkabel haut jetzt nicht alles runter. Und naja, es würde auf jeden Fall hier noch länger gehen wie mein Knie. Aber das ist jetzt schwer darzustellen. So, und mehr ist eigentlich in der Verpackung auch nicht drin. Ich würde jetzt euch noch gern was zum Sound erzählen, denn der ist wirklich nicht schlecht. Der Bass ist wirklich wunderbar. Für 100 Euro erwarte ich nichts Schlechteres. Die Knöpfe fühlen sich auch sehr hochwertig an, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem diese Kopfhörerteile sind auch sehr gut verarbeitet. Und das Interessante ist, es gibt nicht nur diese Trax HD, sondern es gibt auch noch die Variante, dass ihr das V12 kauft, das noch ein Stück besser ist, wie ihr hier sehen könnt. Das sind jetzt die V10 und es gibt die V8. Denn wie gesagt, man kann alle drei Teile separat kaufen. Also wenn ihr jetzt meint, der hat nicht genug guten Sound und die zwei Wochen Rückgabezeit sind schon abgelaufen, könnt ihr einfach den Teil hier neu kaufen. Ich glaube, der kostet dann, die sind 50 oder 60 Euro wert und dann könnt ihr nur den Teil hier für, ich glaube, 80 oder 90 Euro eins höher kaufen und dann habt ihr trotzdem noch diesen Headband-Teil und das Kabelteil und ihr könnt entsprechend natürlich auch Kabel variieren, Farben, Formen, alles möglich. Also es ist wirklich wunderbar hier bei Soul Republic. Mein Name ist Balazs Gál für Endeavor TV und techfokus.de. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich sage 7 von 10 Punkten hier für die Soul Republic, weil mich haben sie nach 3 Stunden dann doch etwas gedrückt am rechten Ohr, nachdem ich sie auf meiner letzten Bahnfahrt benutzt habe. Aber ansonsten geniales Gadget und für unter 100 Euro kann ich es nur empfehlen. Und mal nicht Beats kaufen ist auch ganz cool, oder? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.